So, da sind wir wieder zurück bei dem Selbstmord und laden mal das Spiel. Wir sind jetzt an Tag 3. Achso, natürlich kommt noch ein Ladebildschirm. Ich wusste nicht genau, ob es direkt losgeht, ob jetzt hier noch ein langer Ladebildschirm kommt oder nicht. Deshalb habe ich gedacht, ich starte mal, während ich auf Fort, also wenn ich auf, also ne, als ich auf Fortsetzen drücke, aber natürlich muss er erstmal noch laden. Aber da kriegen wir auch rum. Die paar Sekunden Ladezeit. Tag 3. Tag 3. Danke. Huckel. Okay. So, haben wir irgendwas an Tasks? Nein, wir haben keine. Ach, da ist er. Hallo. Hey, Cutie Pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? I don't remember. Okay. I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Naturally. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But? The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. Oh, on my way. Ja, die Laterne. Die Taschenlampe, die hatten wir letztes Mal schon. Da konnten wir sie leider noch nicht mitnehmen. Jetzt sollen wir sie mitnehmen. Jetzt müssen wir nur den Weg dahin wieder finden. Abstellkammer von Vater. Was ist das? Suisse? Museum? Attic? Fridge, Kitchen, Dining Room, Offices? Okay, wir müssen, so ein bisschen gucken. Das war auf jeden Fall irgendwo, wo wir schon waren. Oh, hey, ich habe die Kamera mitgenommen. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. Looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Oh, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client probably left it. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in 82. Mayor Linden's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Ja, aber... Okay, warte mal. Ich rüste sie aus. Okay. Aber ich weiß, irgendwo lag was anderes, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Irgendwo hat man diese Taschenlampe gesehen, in so einer Abstellkammer. Hatte ich nur keine Ahnung mehr, wo das war. Nee, hier sind alles nur... Ja, hier ist das hier. War das hier? Nein. Jetzt war eine größere Abstellkammer. Was? Ich guck mal, ob ich es noch finde, sonst behalten wir halt echt einfach die Kamera, wenn das auch geht. Die Taschenlampe wäre natürlich was konstanter. Aber wenn wir das jetzt nicht mehr finden, müssen wir dann damit leben.
Nee. In der Nähe von Vaters Büro oder so? Hier ist die Küche. Hier ist. Ach genau, hier ist das Opfer, ist hier zu. Hier war das auch nicht. Das war, entweder war das am ersten oder zweiten Stock. Okay, das war der Fridge, da wollte ich nicht nochmal rein. Was ist das hier eigentlich? Ach so, ein Speisenaufzug. Also irgendein Aufzug, wo steht, dass man den als Mensch nicht benutzen darf. Entweder ein Tieraufzug oder ein Speiseaufzug. Ach, hier ist immer. Schau an. Ja, ja. Gruseltüren schließen sich automatisch hinter mir. Das ist immer schön. Okay, ich gucke jetzt nochmal hier das Stockwerk, gucke ich mir nochmal an. Wenn jetzt nachher sich rausstellt, dass ich nur entweder oder nehmen kann, ich die Taschenlampe jetzt nicht mehr mitnehmen kann, weil ich das Polaroid schon habe, dann bin ich aber gar nicht in die Jauer. Warten wir erstmal ab. Ein komisches Geräusch gehört denn dann. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Okay, warte mal, gehen wir nochmal nach oben. Hier. Schimmel. Schön, dass Schimmel in einem Hotspot hat quasi. Oh, ich weiß nicht, was denn mit der Performance gerade los ist. Sieht ja nicht so schön aus. Vielleicht gleich vor der nächsten Folge nochmal ein bisschen die Einstellung runterschrauben. Staff only, weil ich aber auch nicht aufmachen darf. Obwohl ich ja quasi Staff bin. Hä, wo war denn das? Ein Museum, aber war ich glaube ich auch noch gar nicht. Was? Hey, okay, almost there. What? I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Eine indigene Vase. Das ist wunderschön. Hier war ich. Was? Beschützer? Oh. Wirklich komplett aus. Ach, Beschützer. Wo ist mein... Da ist die Taschenlampe. Hey! Ich hab wieder gefunden. Taschenlampe. Ach so. So, was hat er jetzt gesagt? Irving hat gesagt, dass ich in die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock. Okay. Hallo? Taschenlampe? Hallo?
Das heißt, ich muss ja erstmal wieder runter, ne? Ich war, glaube ich, gerade im zweiten Stock. Okay, das ist jetzt hier die Bar oder was? Und das ist hier der Erdgeschoss, ne? Hä? Hey, ich bin verwirrt. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Jedi-Ritter. Okay, ich bin tatsächlich im Erdgeschoss. Und hier gibt es jetzt irgendwo ein Personal. Das dauert ja ewig. Master Suite Overlook. Aber hier ist nichts drauf. Okay. Muss ich jetzt hier also quasi mal einfach mal durchgucken. Und hier irgendwo ein Personal. Ach, hier ist auch eine Map vom First Floor. Ich finde aber auch nicht viel mehr. Nein, das ist einfach nur ein Zimmer. Ja, das ist das Overlook. Hä? Sehe ich. Ist das da eben Overlookstein? Ist ja witzig. Also dieses Aussichtsdings hier. Oder meinen die das hier? Ah, tatsächlich. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, ist ja witzig, wie ich eben nicht hin konnte. Kann ich mir das Reinigungsmittel ansehen? Maler? Also, kann ich hier nichts tun? Ach, diese Ruckelei beim Umsehen. Okay. Hallo, nimmst du bitte wieder deine Lampe? Das habe ich bestimmt ich als Kind gemalt. Skizze. Oh. Ich war ein trauriges Kind. Okay. Mann, dass ich immer wieder die Taschen aber neu ausrüsten muss. Oh, hier ist Licht. Hey. Hier nicht. Warum genau baut man sowas in ein Haus? Jetzt bin ich einfach hier. Was? Jetzt bin ich einfach wieder hier. Wo soll ich denn hin? Ich hab die Zwischendecke doch bitte. Ist das nicht die Zwischendecke? Das sieht nicht aus wie eine Decke, ist halt eine Zwischenwand, aber. Das meinen die doch, oder? Mit Crawl Space. Huch. Ja, mach dir die Tür vor der Nase zu. Oh, ich kann finanzielle Unterlagen melden, dem Finanzamt. The office is a mess. Well, I don't think running. Hä? Habe ich eine andere Stimme? At the time, my mother. Jetzt habe ich wieder meine normale Stimme. I see. You graduated college? Yeah. Went to Pacific. Why? You majored in business. Ever think about helping? Who? Leonard. He wasn't even interested in keeping in touch. Why should I have helped him? My mistake. Sorry. Gruselig, das ist, wahrscheinlich war ich plötzlich meine Mutter oder so. Ja gut, aber. Hä? Kann ich wieder rein? Kann ich mal wieder rein? Ich kann wieder rein. Kann ich doch irgendwas anderes tun? Hier ist ein Schalter, aber hier kann ich nichts tun. Ich bin irgendwo anders raus. Da habe ich jetzt nur hier irgendwelche Kinderzeichnungen gefunden. Überall Schalter.
Und hier kann ich rein. Ich meine, hier ist auch irgendwas. Reinigungsmittel. Warum kann ich hier rein? War vielleicht doch nicht richtig hier. Sonst hätte sie sich auch schon gemeldet. Die sagt doch irgendwie ihrem Irving da jedes kleine Fitzchen, was er erreicht hat. Dann war das vielleicht tatsächlich nicht richtig. Aber dann schauen wir uns mal weiter um. Hat er gesagt, hier auf der Etage, wo auch mein Schlafzimmer ist quasi. Das heißt ja hier irgendwo. Gibt's hier noch irgendwas anderes? Personalmäßiges? Wo wir rein können. Ah, Staff Quarters. Okay. Hier war ich auch schon. Aber ich glaube, hier bin ich tatsächlich richtig. Okay. Tür zur Zwischen... Ach, das ist jetzt die Tür zur Zwischendecke. Das andere war sie nicht. Okay. Hä, hab ich hier nicht eben die Taschenlampe geholt? Bin wieder rausgegangen? Och, sorry. I found the crawl space. And also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Okay. So, dann auf mit der Zwischendecke. Diesmal mit der richtigen. War das quasi eben eine Bonus-Zwischendecke. Da ist der Strom auf. Man hat's gehört. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Ja. Anyway, there should be some cables along that. Yeah, I know what a bundle is. Okay, okay. Easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah. Easy does it. Wir sollen irgendwo anders hin, deswegen gehen wir natürlich erstmal hier hin. Wir folgen mal nicht dem Kabelbündel, sondern schauen, wo wir hier landen. Ach so, okay, zweiter Stock. Okay, aber hier sind wir auch nicht irgendeine andere Stelle, wo wir vorher noch nicht waren. Ne? Hier waren wir auch schon. Ich meine, ich erinnere mich. Ja, ja. Ich glaube schon. Nochmal gerade. Okay, ja komm, dann gehen wir halt da lang, wo wir lang sollen. So, schwupps. So, das ist dieses komische binaurale, oder wie das heißt, Audio, weil ich immer denke, das ist hinter mir. Das ist schon wichtig gemacht, muss ich sagen. Da soll ich lang, hier soll ich nicht lang, dann gehe ich natürlich erstmal hier gucken. Als Kind muss das ja echt cool sein, wenn man, gut, da darf man natürlich als Kind wahrscheinlich nie rein. Ach, hier sind wir jetzt, okay. Aber so Geheimgänge durchs ganze Haus? Ist auch witzig. Geheime Klopapier-Stacks. Das war hier vor Corona-Zeit. Aber die haben sich einfach auf alles vorbereitet. Das sieht total gruselig aus, das rote Licht. Aber wir gehen in den Rotlichtkeller.
So, soll ich irgendwas alleine drücken oder spreche ich mal kurz mit dem Irving? Nee, ich drücke einfach. Ich drücke einfach diesen Schalthebel. Ah. Okay. Lippenstift. Den kann ich aufheben, okay. Ich habe Lippenstift. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Hey, wie durch ein Wunder öffnet sich diese Tür. Oh, Tag 4.